So, da bin ich auch wieder. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich der Anfang des Partes ist, weil wegen Schneiden und so, also tut mir leid, falls nicht. Ach, man soll hier mit dem Scharfschützengewehr ran. Das wird das Ganze hier ganz erheblich erleichtern. Oder auch nicht. Wenn ich hier gerade so mein Blickfeld sehe. Das sind mir die neumodischen Scharfschützengewehre aber eindeutig lieber. Was ist denn jetzt los? Ja, heute ist auch nicht mein Tag. Oh, hey, ja, okay. Ja, los. Ja, hallo? Hallo, schießen. Ach so. Nein, ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden getroffen habe, aber da heute eh nicht mein Tag ist, ist das verzeihbar. Ach, wieso bin ich da nicht direkt so dran gegangen? Der soll mal hochkommen, dann zeige ich dir mal, was weh tut. Ich weiß, dass das ein Freund ist. Aber ich habe Spaß daran, Freunde zu erschießen. Nein, ich wollte aber gar nicht den treffen. Santa in Torquemada. Klingt auch wie so ein betrunkener Mexikaner. Hombre, lo que sea, mujer. Amigo, amigo, ¿qué pasa? Aquile el arquí, deserves fine women and wine. The best pleasures Earth can give a man. I need some information, DeSanta. All in good time. My man and I will finish our business here, and we can talk back at Escalera. The next time I see you, I need some answers, Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! Dieser Irre. Also jetzt aufhören mit dem Rauchen, Freundchen, und Vogel abschießen. Der Geier kann mich beim Arsch lecken. Ach, schade. Ich wollte gerade so schön runterspringen. Das geht doch hier immer noch, oder? Hier? Ah, das ist doch lustig. Tut mir leid, das musste einmal sein. Oh. Ich
steig echt nicht mit, jetzt ist mein 3-Sterne-Pferd tot. Egal, ich kann mir noch ein neues fangen. Hups, da ist es ja, hallo. Wo auch immer ich jetzt... Was zur Hölle? Wo bin ich denn jetzt? Na, okay. Bin ich mit einverstanden. Bin ich in der Nähe von Luisa, die ja bekanntlichermaßen mit Reyes durchgebrannt ist. Habe ich mir eine Menge Weg gespart. Nur ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt die ganze Mission wiederholen muss, was ich wirklich nicht denke. Und ich frage mich, wieso ich nicht auf dem Weg reite. Ging doch viel schneller. Ich hätte jetzt auch gerade durch Ojo del Diablo reiten können. Das ist... Feinde. Ach. Jetzt haben die schon eh alle gekillt. Oh, ich habe echt keinen Bock wieder zu sterben. Und ich sterbe wieder. Das ist ja ein hervorragender Part. Tut mir leid. Mann, heute ist echt nicht mein Tag. Kann sein, dass ich das in jedem Part sage. Gesundheit. Och. Oh. Ach so, das erklärt. Ich dachte irgendwie, das wäre da der Gute. Ups. Egal. Habe ich... Wirklich? Stimmt. Ich habe die Staatsleute erschossen. Das sind die Guten. Da hat Christian... Da... Nein, warte, nein, das sind die Bösen. Ich kann auch nicht mehr reden. Die Staatsleute sind die Bösen. Staatsleute böse. Und dann habe ich auch noch einen Rebellen getötet. Jetzt hassen mich beide Seiten. Ojo del Diablo. Würde mich ja interessieren, was das bedeutet. Diablo, Teufel, Ojo del... Was weiß ich, vielleicht Auge des Teufels wegen dieser... wegen diesem Kreis. Hier links sehen wir wieder Tesoro Azul. Und reiten der Sonne hinterher. Sidewinder Gulch. Hier war irgendwas, aber ich habe vergessen was. Was ist eigentlich was Wichtiges? Pferd sieht im Schatten ja sehr nett aus. Na gut, jetzt nicht mehr. Da wir sie jetzt gegen die Sonne reiten. Ich hasse echt diese ganzen Desanta-Missionen. Escalera. Jetzt reite ich aber richtig.
Der mexikanische Cäsar. Das Titelbild sieht doch mal wunderschön aus mit dieser netten Gatling. Andeles lindas y patrióticas. Dale, que ustedes son putas y lo saben. Por favor, no me hables. Oh, mi amor, nadie te está obligando a hacer nada. Solamente quiero que animes al hombre que va a salvar a tu padre. ¿Tú quieres a tu padre, cierto que sí, linda? ¿Eh? What's going on here, Captain DeSanta? Just a little recruitment. Nothing for you to be concerned about. You boys using women soldiers now? Our costumes are none of your concern. Apparently not. Santo mariconcito, me encontraste algunas chicas. Ay, mamacita, ¿dónde has estado toda mi vida? Ven, ven, mujeres. Ay, me gusta. Still, Patriots were keen to make your acquaintance, y coronel. Fantastic. I love Patriots. Hey, Sergeant Marston, you here to fight the war? At least I'll make a patriot of you yet. I hope so. Any word of those men? Oh, yes. I heard they were riding with Reyes. I wanted to talk to you about it. De Santo, hable con él. Tell him what I wanted. His Excellency, el Coronel, would like to employ you in escorting a train down rebel country. The job is dangerous, but you'll have the honor of... Another patriot? Of knowing that you served Mexico in her fight against forces that would destroy our society. How much you offer? 20,000 pesos. And information as to the whereabouts of Javier Escuella. Okay, then. Mexico loves you, Mr. Martin. She has a funny way of showing it. Das ist doch mal eine Portion. We must go. Ich spring direkt zum Zielort. Oye, gringo, are you awake? Does it seem quiet to you? I don't know. You tell me. We have not seen a single rebel yet. I'd say that's a good thing, wouldn't you? Una emboscada! Abre fuego! Ja, okay, verteilt euch mal den Konvoi. Tja, boah, ne, wie soll ich denn die Schrotflinte ausgewählt? Estos petrechos son del gobierno mexicano. Por Dios. Gloria a las mujeres. Just drop the gun. It ain't worth it. I think that is all of it. Buen hecho, padre. Bitte lass mich zum Zielort springen. Ich habe nämlich keine Lust. Nein, das darf ich natürlich nicht. This doesn't feel right to me. We're on our way to escort a train through rebel-held country. An ambush feels about right to me. Soldado, ¿quién eres? ¿Cuál escuadrón? Somos nuevos reclutas, capitán. Hat der einen Leiden hinter auf meiner Kutsche? Hinten auf meiner Kutsche? They are new recruits. Escalera. People have been talking about the rebels planning a large attack. If these supplies are so important, why have we given so much soldiers? Don't ask me. You're the captain. I thought you were supposed to be. Danke für diese Information. I am. Meine Güte. Brainless. Der hat echt ein Leiden. There is something wrong. I feel it. Maybe you just need to take a piss or something. The colonel told me that the Santa had praised my actions in Torquemada and called me a hero. He asked for me to be given this important assignment. Why would he do that? Cabrón, hey! Oh, that's a hit to hide. They are above us! Ja, natürlich. Ich erschieße alle, die ich will. Ich könnte auch dieses Pferd hier erschießen. Doch, könnte ich. Oder den Typ da. Is that our train? Do not do anything stupid, gringo. Yes, it seems to be. No brave men need to die today. Just the cowards.
I agree. We ain't off to a good start. Meine Güte. You shoot well, Gringo. Tell me something. What is your weapon of choice? What do you mean? Come, my friend. Your belt is full of weapons. Which is your favorite for attacking a man? We are close to Chupa Rosa now. I still have a bad feeling about this. Tell me, why are you here? What did they promise you? 20,000 pesos in Javier Escuela. That is a lot of promises. Do you know where Escuela is? You think I am going to tell you that before you have fulfilled your obligations? Do not take me for a fool. I'm giving you no reason not to trust me. You must understand why we are suspicious of you. Most American vigilantes come here to help the rebels. It is strange you have chosen to work for the army. I'm not working for you. How many times do I have to say this? Call it what you want, Gringo. We are exchanging favors then. I ain't seen many favors come my way yet. Abraham Reyes is trying hard to recruit gringos to fight for him. His propaganda is everywhere. He promises women, gold, and, of course, you go. Money and the chance to interfere in business that is not your own. How can any American resist? I've done everything you've asked of me. If Allende doesn't give me Escuela and Williamson after this, I think it's best I go ask the rebels directly. Is that the threat? Be warned. You are only alive right now because of me. Here we are, at last. Endlich, da sagt er was. Abordamos el tren. Okay, der Part ist jetzt auch mal wieder zu Ende. Bis demnächst.